Ja, hallo, bin wieder mal in Wien. Zeit zum Philosophieren, wie ich das in Wien öfters mache. Es ist Dezember 2020, wir warten alle auf den Jänner, weil es immer heißt, also in letzter Zeit geheißen hat, der Trump holt sich seine Regierung zurück. Ne? Für spätere Zeiten, ne, wir haben wahrscheinlich den größten oder ziemlich sicher das ist ziemlich, den größten Wahlbetrug der Geschichte gehabt. Wahlen werden oft betrogen. Ich habe das sogar in Österreich schon gehört inzwischen. Seitdem man darüber redet, höre ich das auch bei uns. Aber anscheinend wurde auch schon beim Gore und Bush betrogen. Wahlbetrug scheint ziemlich häufig vorzukommen. Aber in dem Ausmaß wie jetzt beim Trump in den USA im November 2020, da haben Tote gewählt aus dem 19. Jahrhundert. Eben das war scheinbar in Österreich auch mal. Und da haben Gemeinden 1,5 Millionen Stimmzettel weggeschickt und 2,5 Millionen zurückgekriegt. Also die Gemeinde hat sich quasi fast verdoppelt, nur durch die Wahlzettel. Die haben alle in beiden gewählt. Dann tauchen da LKWs um 5 in der Früh auf. Ich habe das auf Facebook gepostet. Ich tue das ab und zu noch. Alle gehen inzwischen von Facebook weg. Ich habe noch keine gescheite Alternative gefunden. Das Kakao-Talk und Telegram, das ist schon wieder so nachrichtenüberflutet. OkieTube könnte jetzt, das ist auch neu, das wird es jetzt auch geben. Da habe ich mich jetzt angesiedelt. Das ist übrigens, also wenn ihr jetzt auf YouTube nicht mehr so viel seht von mir, ich bin jetzt viel auf OkieTube für 2021 dann. Da hasse ich gleich wie da. Also wer mich hier kennt, findet mich dort auch. Aber das ist jetzt, ja. Jetzt sagen eben alle, dass Simon Parkes, vor allem auf den ich ja viel gebe, der ist felsenfest davon überzeugt, dass jetzt im Jänner sich Trump die Regierung zurückholt. Das wird jetzt vorbereitet, das ist alles im Laufen. Und das wird dann natürlich auch die Medienlandschaft umdrehen. Wir kriegen eine neue Medienlandschaft, eine ehrliche Medienlandschaft. Und natürlich gilt das zunächst einmal eher für die USA, weil sich Trump das nicht gefallen lassen will. Das sind jetzt die Ankündigungen für nächstes Monat. Ne? Und unabhängig davon, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht, ich bin natürlich sehr gespannt, wie Regenschirm, ob das dann auch wirklich passiert, weil man ist ja aus der nativen Szene, sieht man ja, hat man ja öfters gehört, das und das passiert dann und dann. Passiert ist nie irgendwas. Ne? Das letzte war 21. Dezember, soll es auch so großartig werden. Ne? Was ist gewesen? Ist schon großartig. Ne? Wir haben die Planetenkonstellation gehabt, wo sich alle ein paar tausend Jahre sind das. Also ich glaube zum letzten Mal war es 1600 irgendwas, ein paar hundert Jahre, die Planeten so zusammen verbinden. Jedenfalls sind wir jetzt im Wassermann-Zeitalter. Jetzt sind wir wirklich drin. Ne? 2012 war scheinbar so Zeitenwende und jetzt sind wir wirklich drin seit 21. Dezember. Das kommt natürlich nur alle 25.900 Jahre vor, das ist der große Zeitzyklus. Und insofern, ja, das ist schon was Besonderes aber gesehen hat man da. Ich habe mir gedacht, vielleicht erscheinen da ein paar UFOs oder irgendwas oder die Aliens landen oder was auch immer. Dergleichen ist nicht passiert. Ne? Die Veränderungen gehen ja generell ein bisschen weniger spektakulär von Staaten, sondern meistens eher kontinuierlich, so wie dieser Kampf zur Befreiung der Erde ja nicht mit dem Trump angefangen hat, sondern eigentlich mit Martin Luther, würde ich mal behaupten. Mindestens da ist er offensichtlich geworden. Ne? Da hat sich plötzlich ein Mann gegen das System gestellt, was damals noch katholisch war. Und auch das ist nicht das Erste. Ne? Da war davor schon die Katharer im 12. Jahrhundert und man kann vielleicht sagen, die orthodoxe Kirche im 11. Die haben ja auch Traditionen übernommen, die wir gar nicht haben. Ne? Das Filioque, dass Gott, Jesus nicht Gott ist in der Orthodoxie, existiert bis heute. Also, das ist nicht, wir haben das Filioque im Westen, die Östlichen haben es nicht. Da geht der Heilige Geist durch den Sohn, nicht vom Sohn und vom Vater aus. Da ist Jesus mehr Mensch. Ne? Aus westlicher Sicht ist das falsch, aus östlicher Sicht ist es richtig. Ich bin heute eher östlich unterwegs. Jesus als außerirdischer Alien von einer höheren Dimension, da geht der Geist durch und geht nicht von ihm aus. Aber er muss sehr hoch sein, natürlich. Aber ich will jetzt nicht wieder theologisch werden, ich wollte ein bisschen auf die Zukunft gehen, nicht so viel in die Vergangenheit. Ich will nur sagen, dass die Änderungen auf der Erde eher kontinuierlich sind und nicht so wie diese in der alternativen Szene oft erwarteten großen Ereignisse. Wir reden immer von diesen, wir warten alle auf die große Explosion. Und vielleicht kommt die große Explosion mit dem Trump. Und ich bin echt gespannt, weil ich kann mir, und das geht eben vor so einem Ereignis besser als nachher, auch vorstellen, dass das andersrum nicht schlecht war. Und tatsächlich, hätte man nie gedacht, dass ich sowas einmal sage, ist ja das System dabei, sich selber aufzulösen mit diesem Corona.
kennen wir alle, ich gehe jetzt nicht groß drauf ein. Das ist wirklich das Einzige, was zurzeit wirklich jeder kennt. Diese unglaubliche Pandemie, die wahrscheinlich gar keine ist und die finanztechnisch viel wichtiger ist. Ja. Der Virus selber ist ja scheinbar sehr schwach im Vergleich zu dem, was er hätte werden sollen. Hätte ja Ebola-Virus werden sollen angeblich. Die Konstruktion hat nicht so ganz geklappt. Was wir haben, ist ein bisschen ein stärkerer Grippevirus, der bei Einzelnen stärkere Symptome hat, bei den meisten überhaupt keine. Und wie wir jetzt wissen, verkaufen die Apotheken schon vorgefertigte Tests, wo man ja schon weiß, was man, ob man nachher positiv oder negativ ist. Das heißt, das hat mit der Medizin überhaupt nichts mehr zu tun. Hier wird massiv die Wirtschaft runtergefahren. Und da muss man sich Gedanken machen. Lassen wir mal das Corona weg, okay, das ist oder ist nicht. Das ist jetzt, ich weiß nicht, dass das so wichtig ist. Weil tatsächlich, was kommt raus? Ja, rauskommt, es wird jetzt diskutiert, ob wir ein Grundeinkommen einführen sollen für alle Menschen. Überlegt sich mal, was das heißt. Wie lange diskutieren wir schon über dieses Grundeinkommen? Viele Länder möchten es, manche möchten es nicht. David Icke sagt, wir werden dann abhängig vom System. Ja, stimmt. Wir werden aber auch frei, das zu tun, was wir wollen. Wir sind nicht mehr versklavt vom System. Das stimmt nämlich auch. Ich bin eigentlich recht positiv eingestellt gegenüber diesem Grundeinkommen. Und wenn sich jetzt vorstellt, dass die wirtschaftliche Misere, in der Corona möglicherweise endet, wenn das noch ein bisschen so weitergeht, zu einem Grundeinkommen führen könnte, ist es mir persönlich wurscht, ob der Trump oder Biden oben sitzt. Das geht mit Biden geht. Das geht mit Biden jetzt im Sinne von alle zwei. Ne? Vielleicht wäre es mit Biden sogar besser, weil der nämlich das System am Leben hält. Das ist ganz klar Systemträger. Und das ist eben das Interessante, das System ist dabei, sich selber zu vernichten. Da muss man jetzt wieder in etwas größeren Zyklen denken. Da muss man nicht gleich bis Martin Luther zurückgehen, aber es reicht bis 2017 zum Beispiel, wo ja angeblich, nehmen wir mal an, das stimmt, dass der Satan die Erde verlassen hat. Wurde ja zumindest behauptet von Benjamin Fulford im April 2017. Ne? Beweisen kann ich das wieder nicht. Und dann hat es ja 2016 geheißen, Asche einer Dien, The Victory of All Victories of Humankind, der größte Sieg der Menschheitsgeschichte. Ne? Ist ja eine tolle Sache, wenn es stimmt. Ne? Also wir haben anscheinend was um 2010 war Asche einer Dien, ich habe das große Video von ihr übersetzt. Das muss ich eigentlich einmal online stellen. Aber das wird wahrscheinlich schon eher auf OkTube finden. Ich glaube nicht, dass ich das noch da mache, weil die Zensur, ich bin ja da schon zensiert worden auf YouTube auch. Das hat mich sehr gedämpft. Hier, wo ich Videos hochgeladen habe, dann waren die Videos weg. Ich mache immer weniger da. Ich werde das Asche einer Dien Video auf OkTube stellen, wer das haben will. Mit deutscher Übersetzung, das englische Original. Habt ihr eh schon auf der Carrie Cassidy Homepage beim Project Camelot, da braucht es mir nicht. 2010 hat die ja noch gesagt, dass die Stargates zu sind und der Aufstieg nur auf ums Eck möglich ist und so. Und wenn jetzt das System sich selber vernichtet, weil eben, also was ist 2016 passiert, das ist das eigentlich Wichtige. Anscheinend ist da der Background verschwunden. Also wenn ich das richtig verstehe oder richtig einschätze, dann haben die da ihren geistigen Hintergrund verloren. Der Satan, die Dämonen und was sonst, also den höheren Dimensionen, soweit sie auf dieser Schattenseite höher sind, aber die gehen auch noch eine Weile über uns drüber, also die sind mächtiger als wir. Nicht so mächtig wie das Licht allgemein gesprochen, das wissen wir. Ab der fünften Ebene gibt es nur noch das Licht, da gibt es dann keine Schattenseiten mehr. Aber bis zur vierten Ebene kannst du noch sehr dunkel sein und unsere Dämonen, Satan und Konsorten, wer auch immer das wirklich ist, oder Reptos wird gerne gesagt, kommen natürlich maximal von dieser vierten Ebene, höher kommst du da nicht. Dann gibt es nur noch Licht und Jesus und andere müssen wir eben auf der fünften Ebene suchen. So ungefähr ist das vorzustellen. Höhere Dimensionen auf jeden Fall. Und wenn jetzt auf diesen höheren Ebenen, mindestens zehnte und darüber, wir sind auf der dritten, 2016 das Licht gewonnen hat und somit unsere dunklen Herrscher da auf der Erde jetzt, ne, Biden und Konsorten, jetzt keinen geistigen Background mehr haben. Die intelligenten Ideen, die das System jetzt 6000 Jahre am Leben erhalten haben, dann ist damit zu verstehen, warum die solche so ein Blödsinn bauen wie Corona, ehrlich gesagt. Weil so offengelegt war nämlich diese Schattenseite unserer Herrscherelite noch nie. Ich habe noch nie mit so vielen Leuten reden können über irgendwelche komischen Theorien, die keiner glaubt, teilweise ich selber auch nicht. Und teilweise aber sehr plausibel sind. Also angefangen mit unseren Verträgen mit außerirdischen Parteien, 2013 die Deutschen, 2034 Roosevelt, sehr wichtig für den Zweiten Weltkrieg.
Dann 1954 Eisenhower. Ne? Also wenn es immer heißt, die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg UFOs gebaut und dann die Frage kommt, warum hast du den Zweiten Weltkrieg nicht gewonnen? Roosevelt hatte schon 1934 Verträge mit einer anderen Partei und hat wahrscheinlich seine eigenen UFOs gehabt. Ja, also end of story, da hast du dann wieder zwei ausgeglichene Parteien. Und diese Geschichten laufen ja schon ewig lang. Ja, und jetzt scheint es so zu sein, dass eben diese Background-Ideen, ja, weg sind. Wir haben immer noch unsere Verträge mit unseren dreidimensionalen Freunden und Feinden. Und das sollte langsam offengelegt werden. Ob die Betonung jetzt auf langsam liegt oder auf offengelegt, vielleicht doch eher auf langsam. Die große Explosion, die mit Trump sicher kommt, soll ich mir die wünschen? Eigentlich schon. Also eigentlich würde ich mir das auch wünschen. Ich wünsche mir auch eine große Explosion mit Trump, die Offenlegung und die Medienkontrolle soll wegfallen, weil dann kommt es sicher, wenn das wirklich gelingt, Halleluja, ja, dann kriegen wir reine Medien, mindestens Amerika, und damit würden sich auch die Nachrichten ändern und so lange kann es gar nicht dauern, bis dann irgendwo die ersten UFO-Nachrichten auftauchen und wir dann irgendwann das einmal offen kriegen. Also das kannst du nicht ewig verheimlichen, weil Nachrichten darüber gibt es eigentlich nicht nur. Nur weil die öffentlichen Medien das nie bringen, ja, ist das so ein Versteckspiel. Wenn jetzt aber der Trump die Medien bereinigt wegen dem Wahlbetrug eigentlich, ne, hätten wir mindestens auf der Ebene offene Türen für echte Nachrichten. Das wäre ein gewaltiger Fortschritt, sehr zu wünschen. Was das dann für Sachen wie Grundeinkommen hast und diese Corona-Geschichte, die wir jetzt parallel natürlich auch weltweit haben, womit mit der das System versucht, sich selber durchzusetzen, ne, hat ja viel auch damit zu tun, dass China jetzt die neue Weltherrschaft werden soll. Da haben sie ja auch schon versucht. Und die Geisterstädte in China, von denen der David Wilcock spricht, die sind aber Geisterstädte, da ist keiner dort. Sind jetzt die Eliten schon nach China ausgewandert und wenn man Amerika reinigen, gehst du dann in China weiter? Es ist jedenfalls die große neue Bedrohung, ist der Wirtschaftskrieg zwischen China und Amerika. Der läuft ja schon, das ist ja nichts Neues. Ne? Deswegen sind die Huawei-Handys gesperrt gewesen. Also den hat man die jetzt vor ein paar Jahren recht. Ich mache das jetzt gerade mit einem Huawei-Handy, weil das vor einem halben Jahr recht billig war. Weil eben wegen dieser China-Sperre, ne? Man gedacht hat, die kommen dann gar nicht mehr. Ne? Jetzt haben sie es dann doch wieder geschafft. Jetzt gibt es das Mate 40 doch wieder in Europa. Ne? Zu horrenden Preisen langsam. Das zeigt wieder tatsächlich daher. Also diesen Krieg kriegen wir ganz massiv selber mit. Wer gewinnt? Wer soll gewinnen? Ja? Bis jetzt haben sich die kommunistischen Systeme, siehe Wende 89, selber aufgelöst. Die halten sich nicht. Wir Menschen, und das ist das eigentlich Wichtige, haben eigene Entscheidungsfähigkeiten. Wir müssen selber wissen, was wir wollen. Darum bin ich für ein Mehr an Informationen, ein verkraftbares Auftreten der geheimen Verträge, die wir haben, dass wir langsam in dieses Licht kommen. Vielleicht nicht so langsam, doch eher schnell. Also mit Trump vermutlich schneller. Das ist anzunehmen. Wenn Trump sich die Regierung zurückholt und das in Jänner wirklich passiert, dann wird es schneller gehen. Das scheint mir ziemlich sicher zu sein. Und was man jetzt von David Icke und seiner Grundeinkommensgegnerschaft halten soll, ich finde das eine gute Idee. Ich finde das allgemein. Aber ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht sagen. Weil das Geld abschaffen, was auf anderen Planeten Standard ist, dass die Coca-Cola haben, wird bei uns nicht so schnell gehen. Wir müssen einen Modus finden, damit sich zu einigen. Und da natürlich, wenn wir wirklich auf ein Grundeinkommen hingehen, was muss man dann überlegen? Naja, da muss man natürlich zeitliche Regelungen finden, dass doch noch wer im Supermarkt arbeitet und das doch noch wer. Da muss halt jeder irgendwas machen. Ja? Ich mache ja meine Flüchtlingsarbeiten, ne? Wo nicht keiner dafür zahlt. Da muss halt parallel zur Geldschiene eine Art Zeitschiene existieren, bei der dann quasi soziale Verpflichtungen eingehen. Wenn du an diesem System teilhaben willst, musst du halt dann, was weiß ich, Sozialarbeit, Dienstarbeit oder Regaldienste im Supermarkt oder sonst irgendwas machen. Den Rest der Zeit, das ist auf RA, sind das 2 Tage in der Woche. Ja, also da ist wirklich, dass halt das System läuft. Ne? Ja, im russischen Kommunismus hat das dazu geführt, der Sowjetunion Kommunismus hat es dazu geführt, dass die Wirtschaft am Boden gelegen ist. Nach einigen Jahren, Zehnten, ne? Auch mit Hilfe der Kirche, ich glaube in dem Fall sogar war das mal positiv. Solidarność Geschichte, ne? Da hat der Lech Walesa und der Regen und der Johannes Paul II. Getroffen und die haben systematisch den Ostblock vernichtet. Ne? Regen mit der Aufrüstung, Lech Walesa mit der Solidarność und der Papst mit dem Predigen des passiven Widerstandes, also nicht arbeiten. Ja?
Damit ruinierst du die Wirtschaft. Wenn du in der Arbeit bist und schlafst die halbe der Zeit und wenn das halbe das Volk macht, geht irgendwann nichts mehr. Ne? Und wo dann in den 80er Jahren, dann auch der Krieg des Charlie Wilson war, da in Afghanistan, das ist ein Film übrigens, kann man sich anschauen, und die dann das Militär abgeholt haben mit so einem Volk, das war glaube ich immer doch 88, so schnell, da rüstest du das nicht in einer westlichen Wirtschaft vielleicht schon, wo du dann Geld als Motivation hast. Aber in einer passiven Widerstandsgesellschaft, wo keiner das System haben will, das heißt, es hängt wieder an uns, wie beim Schachspielen, die Bauernzüge entscheiden das Spiel, das ist das Eigentliche. Und das müssen wir uns angewöhnen, dass wir es entscheiden. Und ich kann mir eine Situation, wo dann eine Zeitregelung existiert, bei der wir entscheiden, wo ich arbeite, eigentlich ganz gut vorstellen. Aber vielleicht sind wir da erst in 100, 200 Jahren so weit. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Von Martin Luther bis zum Zweiten Vatikan haben wir auch 500 Jahre dauert, ob das wirklich so schnell geht. Wie gesagt, mit Trump geht es schneller. Aber wie schnell verkraften wir das wirklich? Das ist das, was ich mir eigentlich frage. Ich weiß, dass es eigentlich egal ist, ob der Trump sich die Regierung zugeholt oder nicht. Es kommt sowieso der Wechsel. Wir sind im Wassermann-Zeitalter seit einer Woche. Es ist jetzt relativ jung. Ne? Verkraften wir das so schnell? Ich hoffe schon. Ich würde mir das schon wünschen. Aber jetzt ist der langsamere Weg tatsächlich dabei. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es echt nicht. In Erda arbeiten sie 2 Tage in der Woche auf den Plantagen, in den Fabriken, damit das System erhalten bleibt. Auf der anderen Seite ist die deutsche Ingenieurskunst im Weltall sehr berühmt, nicht nur ABBA, die Musik ABBA ist auch sehr beliebt da. Und wir könnten mit einer Offenlegung natürlich viele gute Dinge bewirken und das ist wichtig. Wir haben Menschenhandel zu bekämpfen, wir haben Kindeshandel zu bekämpfen, Menschen werden gegessen da oben, bitte, wir sind ein bewusstes Lebewesen, wir sind keine Delikatessen für irgendwelche Reptos. Diese Dinge muss man einstellen. Dafür muss es aber überhaupt einmal bekannt werden, dass das überhaupt existiert. Solange das nicht existiert, was willst du noch bekämpfen, wenn es nicht gibt? Deswegen wollen sich gewisse Leute geheim halten, damit die geheime Wirtschaft floriert. Ne? Es ist eine geheime Wirtschaft hinter diesen Geheimnissen. Ja, nicht zu vergessen, das geheime Weltraumprogramm und was es da alles gibt. Stationen auf dem, wir haben das ganze, anscheinend das ganze Sonnensystem ist anscheinend besiedelt. Wo wir überall sind, Mars, Jupiter, überall, Mars speziell. Wir haben super Kontakte mit der Venus. Ich schätze diesen Valiant 4 sehr, weil wer da nichts davon weiß, Amazon schauen, die Hörbücher vom Valiant 4 mal kurz investieren, könnt sich mal über die 20. Jahrhundertgeschichte aufklären. Ich glaube, dass der schon wieder da ist, ne? Weil der hat ja eben ein eigenes Video über Valiant 4 gedreht, weil ja 2018 ja diese Bücher rausgekommen sind von ihm, nachdem die Laura Eisenhower das angekündigt hat. Der muss da gewesen sein. Ja. Nur er selber kann das machen, weil da bei diesem Buch von Mel Noel über die Begegnung mit einem außerirdischen Raumschiff kommt der Name Valiant 4 gar nicht vor. Und trotzdem läuft das unter seinem Namen. Nur Valiant 4 kann wissen, dass der Kapitän von diesem Venus-Raumschiff tatsächlich er war. Ja? Und wie gesagt, wir haben keinen Grund zu glauben, dass da irgendwo betrogen wird, weil Ehre, Geld und Ruhm. Kriegt man mit solchen Geschichten garantiert nicht. Man wird höchstens verstoßen, verlacht und sonst irgendwas. Wir sind in der Kirchenverfolgungszeit in den ersten 3 Jahrhunderten. Man erfindet keine alternativen Stories. Man wird damit nicht berühmt. Man kriegt dafür kein Geld. Man wird höchstens ausgelacht. Das ist eigentlich wie in der Kirchengeschichte. Das sind gute Voraussetzungen, dass jemand, der da vortritt und sein Leben riskiert, man riskiert sein Leben nicht für etwas, wovon man glaubt, dass es falsch ist. Also mindestens die, die vortreten, glauben, dass es echt ist. Das behaupte ich und deswegen bin ich da so eingestiegen, weil das ist sehr überzeugend. Wir haben es dann immer noch mit Mind Control zu tun. Und damit falschen eingepflanzten Erinnerungen, Zeitreisen, der sogenannte Zeitlinienkrieg. Also die Nelson-Mandela-Geschichte, wer da so geschaut hat. Der Mandela-Effekt, ne? Könnt ihr mal googeln. Wie den Kinderhandel Pizzagate, weil das alles noch nicht gemacht hat, aber wahrscheinlich die, die mich überhaupt kennen, werden das wahrscheinlich wissen. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch nachschauen. Bei Pizzagate bitte vorsichtig sein, da braucht man einen guten Morgen. Mandela-Effekt ist eigentlich schön, weil da hat man die Zeitlinie wahrscheinlich positiv korrigiert, indem der Mandela überlebt hat, hat man die Wahrheitskommission gefunden. Und wenn wir eine Offenlegung schneller durch Trump, langsamer mit Biden, jemals zustande bringen, und das müssen wir irgendwann, das wird irgendwann kommen, brauchen wir wahrscheinlich eine Wahrheitskommission, um überhaupt
das quasi kulturell zu überleben, dass es solche Geheimprojekte überhaupt gibt. Ich glaube, dass man Nelson Mandela deswegen aus dem Gefängnis geholt hat, lebendig, damit er die Wahrheitskommission gründet, weil er einen Überblick hat und die 12 Dimensionen, das ist jetzt wieder Al-Shayadin kennt, in denen wir parallel existieren, die Paralleluniversengeschichte. Der weiß auch, dass es mindestens eine Dimension gibt, in der Hitler den Krieg gewonnen hat. Das ist diese Amazon-Serie, Man in a High Castle, Amazon Prime. Da kann man das sehen, wie eine Welt ausschaut, wo Hitler gewinnt. Es ist keine, in der man leben will, das sei gesagt. Aber sonst, das könnt ihr euch anschauen, das muss ich euch nicht erzählen. Und dann muss es auch andere geben, ja, wo dann Nelson Mandela, wo das scheinbar irgendwie, oder ist es logisch geschlossen worden, ich weiß es nicht, immer auf die Idee kommt, den Nelson Mandela da auszuholen, damit er die Wahrheitskommission gründet. Es muss irgendwo eine Dimension geben, wo das passiert ist, weil sonst kommen wir nicht auf die Idee, das zu machen, oder? Oder vielleicht wurde es ein Effekt von irgendwas anderem, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Überblick über das, was in den Zeitlinienkriegen wirklich gelaufen ist. Ne? Vielleicht war das ganz was anderes und die Mandela-Geschichte war ein Nebeneffekt. Ne? Glücksfall der Geschichte, who knows. Ja. Jedenfalls haben wir sie. Und es könnte auch sein, dass der Deep State sie installiert hat sogar. Aber das glaube ich eigentlich nicht. War ziemlich blöd. Jedenfalls könnte man so der Bestrafung entgehen, der klassischen Wahrheitskommission, wenn man die Wahrheit sagt. Und bei dem, was die verbrochen haben, an der Menschheit, ist es durchaus denkbar, dass man sich das gibt, damit man wenigstens mit der Wahrheit davon kommt und nicht geköpft, gevierteilt, vergast oder sonst irgendwas wird. Weil wenn man sich das dann anhört, wird dann sowieso nur schlecht. Also eine Wahrheitskommission könnte eine elegante Version für uns sein in der näheren Zukunft, schätze ich doch mal. Ja, wenn man es genau nimmt, das Luther auch noch nicht so lange her. Also was nähere Zukunft heißt, von morgen angefangen bis die nächsten 100 Jahre, 200, 300, weiß ich nicht. Diese Wahrheitskommission bei der Offenlegung, dass wir die dann verwenden, um da auszusteigen. Mit halbwegs im Hirn, ne? Und Herz. Das sind die Sachen, die mir jetzt so durch den Kopf gehen. Und ich weiß echt nicht, soll ich mir Trump oder Biden wünschen? Ja, Weihnachten hat mir so Gedanken, was wünsche ich mir eigentlich? Ne? Wünsche ich mir Trump oder Biden? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin ein Trump-Fan, klar. Er ist der Ehrliche, er ist der, der geradeaus denkt, er ist der, der den Menschen ihre eigene Radiosendung macht über den Kerl. Oh, das ist jetzt nicht OkTube, das ist OkTalk. Meine Radiosendungen in meiner Einleitung könnt ihr ein paar Links finden, da sind die ganzen Sendungen drinnen. In der letzten Einleitung, 10. ist das, glaube ich. Aber ehrlich, ich weiß es nicht. Aufgrund der Tatsache, dass wir 2016 den Victory of all Victories gehabt haben, der Tatsache, dass anscheinend die höheren dunklen Dimensionen 2017 wegfallen sind, jetzt haben wir 2020 transinformation.net, hat das gepostet, sehr wichtige Homepage. Die sollte ich vielleicht runter verlinken. Wer die nicht kennt. Die Chimäre ist aus dem Orbit verschwunden. Es ist den Lichtkräften gelungen, die Chimäre, Träger, wer immer das genau ist, die dunklen Mächte, aus dem Orbit zu vertreiben. Ja? Das heißt, die Dunkelkräfte, die den Weltraum beherrschen rund um die Erde, ja, bei diesen vier Besiedelungen, ne? Innererde, Höhlensysteme, wir, die Oberirdischen und der Orbit, ne? Aus diesem Orbit sind sie scheinbar verschwunden. Na, hey, hallo, das ist doch mal was. Deswegen können jetzt die UFO-Aktionen auf der Erde besser geplant werden. Eine Vermutung, die rein von mir stammt, aber sind die Megalith-Geschichten. Seit einigen Wochen tauchen ja rund um die Erde Megalith-Säulen auf. Kann man nicht weiß, wo die herkommen. Eine alte Sache, die wir kennen, sind Kornkreise. Ja, da hat der Nassim Haramein schon ganze Firmen gebaut. Um diese Baupläne zu entschlüsseln, die in den Kornkreisen drinstecken. In Deutschland am Ammersee, in Bayern kommt es regelmäßig vor, aber natürlich die meisten immer noch in England, Wessex, Sussex und wie das alles heißt, da die Gegend. Gibt's jedes, wir haben 80 Kornkreise dieses Jahr gehabt, 2020. Ne? Also bitte Kornkreise googeln, schaut toll aus, aber nicht fragen, was das heißt. Also mich zumindest nicht, der Jay Goldner vielleicht weiß das, ich weiß es nicht. Jay Goldner, Spezialist für Kornkreise.
Das sind alles eigene Bereiche, wo man reingehen kann. Und mir kommt vor, dass jetzt, wo die Chimäre weg ist, das ist nämlich zeitgleich überschneidend, plötzlich tauchen die Megalithsäulen auf. Auch in Österreich. In Oberösterreich, glaube ich, war das. Rund um die Welt. In Amerika hat es wieder mal angefangen. Und rund um die Welt, diese Megalithsäulen, kommt mir vor wie eine neue Kornkreisvariante, dass unsere außerirdischen Freunde, nehme ich jetzt mal an, uns neue Formen von Botschaften schicken. Bitte, wer soll das sonst sein? Ja. Also die Künstler zeigst mal, die von Australien bis Amerika, von Österreich bis überall hinfahren und da Megalithsäulen aufstellen. Kostet Geld, kostet Zeit, bringt nichts, keiner weiß, wer es war. Da kommen für mich immer die UFOs ins Spiel. Damit will man uns einmal mehr zeigen, Leute, wir sind da, wir schauen auf euch. Leider Gottes steht da nichts oben. Wenn das irgendwelche Plejaden oder so hören, schreibt es doch da vielleicht mal was rauf oder so. Aus The Law of One oder dem gelben Buch, wenn es das gibt oder. Was war sie? Oder einfach nur Gedichte von Schiller vielleicht? Oder Goethe? Einfach Kulturen und vielleicht eine kleine Deutung. Oder was war sie? Ja. Doctor Who, es ist doch Spezialisten. Wir haben doch Filmgeschichten, es sind Spezialisten mit Aufklärung. Netflix. Ich betreibe Netflix-Aufklärung zurzeit schon. Also so Sachen anschaut wie die Unlisted jetzt zum Beispiel, wo es um diese Kind geht, Gedankenmanipulation gibt. Das ist gerade auf Netflix erschienen, wenn man es gerade angeschaut. Netflix ist eine einzige Aufklärungssammlung, wie immer das macht, aber da ist ziemlich viel Zeugs drinnen. Ja. Wir bewegen uns auf Aufklärung, auf Offenlegung zu, Megalithsäulen, Kornkreise, Trump, Grundeinkommen, was wollte man? Vielleicht sollte man es auch nicht machen. Oder schon machen. Ich weiß es echt nicht. Eigentlich braucht man kein Geld. Aber das ist allein. Tatsächlich geht ja Corona ums Geld. Ne? Man will ja das neue Finanzsystem einführen. Darum geht es ja anscheinend eigentlich. Ist es dann eine Kryptowährung oder ist es dann eine neue Geldform? Ich hoffe, dass es Papiergeld auch noch gibt. Krypto allein nicht. Wie soll das funktionieren? Ja? Da ist dann wirklich eine Kontrolle da. Und das könnte die Absicht hinter Corona sein. Finanzkontrolle über digitale Währung. Ja? Da müssen wir natürlich, da bin ich wieder mal dagegen, klar, wer weiß. Das könnte in sehr naher Zukunft wichtig werden. Abwehr von digitaler Währung. Natürlich sind Impfstoffe, ich brauche keinen Impfstoff für was, was ist sowieso. Also da ist die Gefahr wieder bei den Unlisted, oder? Da ist die Gedankenkontrolle über die Impfung gegangen. Also, Corona, sollen wir es jetzt impfen lassen? Ich bin dagegen. Ich bin gegen die Impfung. Braucht es nicht. Auf jeden Fall staatlich verankerte freie Entscheidung soll gehört daher, weil natürlich, wenn es einer unbedingt will, na, ja, man soll das machen. Also da gehört staatlich verankert, verfassungsrechtlich und was auch immer, dass die freie Entscheidung zu irgendwelchen Impfungen Grundrecht des Menschen ist und dass man da nicht zwangsweise dazu verpflichtet wird. Das ist ganz wichtig jetzt. Einer unserer nächsten Schritte. Und da wird, wenn der Trump es schafft, sicherlich das auch leichter sein. Aber es gibt viele Gründe, sich zu wünschen, dass der Trump das wirklich macht im Jänner. Ja. Wie gesagt, die Offenlegung der Dunkelseite ist durch Biden und durch das System, aber wahrscheinlich durch das Verschwinden der Dunkelkräfte, weil es ist ja schon mit der Wende 89 nicht gelungen. Dadurch, dass es keinen dritten Weltkrieg gegeben hat, sondern die Wende 89 den ersten friedlichen Systemwandel der Weltgeschichte gebracht hat, da hat man ja schon gemerkt, wie sehr sich das alles geändert hat. Eigentlich müsste man es doch schon seit 1990 wissen. Der Wiedervereinigung Deutschlands. Die großen weltweiten Bewegungen fangen doch immer in Deutschland an. Ja, also zuerst in England, ja, Wycliffe Luther. Luther war ein Deutscher. Ne? Und jetzt, wenn wir ein bisschen springen, ist doch das Gleiche. Ne? Allerdings war es doch den englischen Vorläufer nicht. England, von mir aus Brexit. Na, aber das ist vor der Wende 89, was ist da? Jedenfalls war die Wende 89 Deutschland. Was war da in England? Ich habe keine Ahnung. Deutschland, Wende 89, ist die friedliche Auflösung der Sowjetunion. Hallo? Das kleine Deutschland besiegt die große Sowjetunion mit Gebeten, Märschen und plötzlich geht der Schranken auf. Nicht zu vergessen, der Krieg des Charlie Wilson und also diese Geschichte. Es hat funktioniert. Ja, die Solidarność eben in Polen und tatsächlich die Predigten in den Kirchen zum passiven Widerstand. An vielen Ecken ist hier gearbeitet worden, aber es geht. Wenn wir uns gesellschaftlich jeder auf das konzentrieren, was er kann, und gesellschaftlich können wir auch Corona besiegen oder diesen ganzen Mist, der damit läuft. Ja? Gegen die Impfpflicht, ja, gegen die Masken bringen gar nichts. Ne?
Ein bisschen Zivilcourage, ja. Ich weiß nicht ganz genau, an welchen Ecken man da ansetzt. Ich bin da eher, ich versuche mich mit Zivilcourage, ich versuche Masken zu vermeiden, wo es geht. Versuche Impfung zu vermeiden. Oder da bin ich mir sicher, dass ich die vermeide. Wo es halt geht. Aufklärung natürlich. Ja. Ich bin der Barrington-Erklärung sehr dankbar. Oxford, Harvard, Princeton sprechen sich gegen die Corona-Maßnahmen aus. Man müsste nur die Barrington-Erklärung in den Medien einmal groß breit machen und nicht immer nur aufs Koch-Institut gehen und den Drosten, der sowieso nicht einmal den Virus wirklich kennt hat, sondern irgendeinen alten Grippevirus von 2006, 7, 8 irgendwas hergenommen hat. Und da wären eben freie Medien und nicht diese Systemmedien, die wir jetzt haben, wieder wichtig, womit wir wieder beim Trump sind. Also es ist alles, es ist ein Zirkel nach dem anderen. Es sind lauter Zyklen, die wir da haben. Ja. Ich habe mir nur gedacht, ich mache mir jedes Jahr solche Gedanken, nur diesmal habe ich sie halt festgehalten. Falls jemand Lust hat, da mitzudenken. Es ist ja zurzeit wirklich sehr turbulent. Ich habe mir gedacht, vielleicht bringt das wen was, wenn ich mal laut denke. Viel mehr kann ich im Moment auch nicht machen. Halt jetzt die Ohren steif. Ohne Masken durch die Gegend zu rennen zurzeit, verlangt ein bisschen Mut. Ja, also weil auch in der U-Bahn, ja. In der U-Bahn passiert tatsächlich nichts, habe ich bis jetzt gemerkt. Es geht ganz gut, aber beim Einkaufen gibt es sogar Geschäfte, wenn sie dann unbedingt sagen, ja, sie müssen die Maske aufsetzen, aber habe ich immer eine mit, ne? Ja, muss ein bisschen vernünftig sein, ja. Aber ich probiere es immer wieder. Ne? Und wenn du jemanden hast, der dich wirklich ohne Maske akzeptiert, gute Gesprächsbasis, kann man Verbindungen, Netzwerk knüpfen oder so. Ich habe eine alte Frau getroffen, mit über 80 oder was, die kennt die UFO-Geschichten auch. Ich habe ihr nur geholfen, ihren Einkaufswagen zu reparieren, ihr Radl war hin. Super Begegnung, ne? Solche Sachen passieren. Also ihr könnt heute den guten Mediziner, es ist auch noch nicht so leicht gegangen, gute Mediziner zu finden. Das sind die, die an Corona Kritik üben. Kann man sich seinen Arzt aussuchen. Es gibt so viele Möglichkeiten da. Ey. Wir müssen uns verbinden, zusammenarbeiten, Netzwerke knüpfen. Das ist auch eine wichtige Sache. Daraus könnten irgendwann Parteien entstehen vielleicht. Wir brauchen in Zukunft ehrliche Parteien, nicht die, die sich vom System. Wobei ich da unsere Parteien auch entschuldigen muss, weil die wissen ja, ich glaube nicht einmal, dass der Kurz oder sonst irgendeiner wirklich selbst verantwortlich ist für das, was er tut. Da stehen ja scheinbar noch andere Gruppen dahinter. Wobei ich jetzt nicht weiß, und es mag sein, dass es viele Leute gibt, die sich das System kennen und sich da hocharbeiten wollen und deswegen so Corona-treu sein. Wird es auch geben, ich weiß nicht, in welchen Fällen was jetzt genau stimmt. Ja. Ich weiß es nur vom amerikanischen Präsidenten, da gibt es ja die berühmte Stargate-Szene, wo er dann Präsident ist. Präsident-elect und so, bittet die Mappen, ja, das sind die Atombomben und das sind bitte die Außerirdischen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und natürlich steht jetzt erst einmal da, was? Außerirdische? Ja, von denen erhalten sie dann ihre Befehle. Aha. Stehst du einmal da als Präsident. Ich habe gedacht, ich gebe die Befehle. Inwieweit dieses Szenario, das sehr real zu sein scheint, wissen wir seit Kennedy, den man umgebracht hat, ne? Weil er dann eigene Agenda fahren wollte. Wie weit das bei anderen Ländern auch gilt. Das weiß ich schon. Ne? Jedenfalls seid vorsichtig, Politiker zu verdammen, ne? Weil vielleicht sind das gar nicht sie. Ja? Von George W. Bush habe ich gehört, dass es eigentlich ein Repto sein soll, der die Seele von Bush übernommen hat und dann mit seiner Figur herumspaziert. Das ist die schlimmste der denkbaren Möglichkeiten, aber dass wir es gar nicht mit Menschen zu tun haben, sondern eben mit Reptos, die jetzt nicht Shapeshifter sind, wie der David Icke das immer sagt, sondern die Seele des Menschen besetzen. Ne? Geht scheinbar auch. Es geht so viel, musste ich in den letzten Jahren lernen, von dem wir gar nicht wissen, dass das überhaupt geht. Ne? Zeitreisen, Zeitlinienkrieg, Seele besetzen, Körper besetzen, Seele einsperren, Körper besetzen. Und das muss man sich alles erst einmal gewöhnen. Ne? Das dauert eine Zeit. Und trotzdem, wir bewegen uns auf die Befreiung des Planeten zu. Auf das freue ich mich schon. Ich bin doch, ich will, dass der Traum zurückkommt und ich warte auf den Jänner. Wir werden schauen, was passiert. Guten Rutsch, wer das schnell findet. Ansonsten gutes neues Jahr. Und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich immer Kommentare und wie gesagt, ich bin jetzt mehr auf OkiTube zu finden. Das wird nur auf YouTube gehen. Aber auf OkiTube vielleicht auch. Das werde ich auch auf, werde auf beiden Kanälen posten. Ja, macht es gut. Gottes Segen. Für dich.